Guten Abend, liebe Schaffhauserinnen und Schaffhauser, liebe Sportfans. Ich heiße herzlich willkommen zur Sportsendung Seitenlinie vom Schaffhauser Fernsehen. Ist Rugby wirklich ein Sport für harte Männer? Und wie kommt man dazu, in Schaffhausen einen Rugbyclub zu gründen? Auf diese Frage hat hoffentlich der Präsident des Rugbyclubs Schaffhausen, David Eichenberger, eine Antwort parat. Guten Abend, David Eichenberger. Salut. David, wie kommt man dazu und wer hat die Idee gehabt, um in Schaffhausen einen Rugbyclub zu gründen? Wer kommt auf so eine wahnsinnig spektakuläre Idee? Ja, das war eine Mini-Idee. Zuerst haben wir versucht, einen American Football Club aufzumachen. Das ist aber aus finanziellen Gründen ein bisschen daneben gegangen. Und dann habe ich einen Engländer getroffen, den Bob, so wie ihn alle nennen. Der hat Grasshoppers gegründet in Zürich, also der erste Nordschweizer Rugby Club. Und das war irgendwie vor 30 Jahren gewesen. Und er war völlig begeistert. Er wohnt da und hat gesagt, ja, Schaffhausen braucht auch unbedingt auch. Und hat mich dann ein bisschen unterstützt und die Regeln erklärt. Und ein Jahr später habe ich spontan die International School angerufen. Und dort nachgefragt, ob sie irgendjemand hat, der da coachen könnte. Weil ich habe zwar das Ganze ein bisschen, wie soll ich sagen, bürokratisch führen, aber coachen kann ich den Sport nicht. Oder? Und dann hat sich der Nick Rack gemolde, da ist der Hauptlehrer von der International School. Er war völlig begeistert. Er hat gesagt, ja, er ist jetzt seit 3 Jahren hier in Schaffhausen. Er hat schon die ganze Zeit jemanden gesucht, der mit ihm das macht. Aber er hat einfach irgendwie nie Connections gehabt dafür. Und dann haben wir uns getroffen in der Crossbox in Schaffhausen, das Papier getrunken und haben den Club gegründet. So ist das gelaufen. Also da ist eine richtige Geschichte dahinter. Bei dir, wie sieht das bei dir aus? Woher kommt denn deine Faszination für den Rugby-Sport? Hast du mal einige Zeit auf der Insel verbracht, dass du da so angefressen bist vom Rugby? Nein, ich liebe Kontaktsport. Wie soll ich sagen? Ich habe Fußball probiert, aber es ist, wie soll ich sagen, es ist zu wenig körperintensiv. Ich habe, wie gesagt, American Football gespielt. Und da haben wir ja versucht, aufzubauen, in Schaffhausen. Hat aber nicht geklappt. Und dann habe ich irgendwie nach einem Zwischenweg gesucht. Oder? Und Rugby ist dann eigentlich an den Tag gekommen. Ein Echo jetzt auf die Gründung von diesem Club. Was hörst du da schon rundherum? Wie sind da die Stimmungen? Ich kann nicht mehr durch die Stadt laufen, ohne dass wir nach Hause sind. Nein, es ist, ein sehr, sehr positives Echo. Also wir haben viele, die jetzt neu angefangen haben. Wir haben immer wieder Anfragen, jetzt vor allem mehr und mehr von Jugendlichen, die eigentlich in meinem Junioren-Team mitspielen wollen. Und darum schauen wir, dass wir in nächster Zeit so schnell wie möglich ein Junioren-Team machen können, weil die Nachfrage ist eigentlich sehr gross. Und ja, innerhalb von den 1,5 Jahren, die es den Club jetzt gibt, haben wir doch schon 48 Mitglieder. Und das ist eine rasante Vergrößerung. Du hast jetzt gerade Mitglieder angesprochen. Sind die einfach so zu euch gestossen? Oder musste ich da gross Werbung machen? Ist das schwierig gewesen, um da an die Spieler zu gelangen? Ja, wo wir im Februar 2011 in der Halle trainiert haben und das 6. und 7. in der Halle waren, haben wir schon gedacht, oh, leck, bringen wir echt genug Spieler an für ein Spiel. Und, aber im Juni dann sind wir doch schon 15 Stück gewesen. Und haben eigentlich das erste Testspiel machen gegen Winterthur. Hat da zufällig noch gewonnen. Sind ein bisschen überrascht gewesen. Und ja, von dem her ist es eigentlich stetig gewachsen. Also zum einen ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Dann machen wir Pub-Crawls. Das heisst, wir gehen zusammen mit dem Team von Pub zu Pub, trinken zusammen etwas, verteilen Flyer. Und so sind wir bekannter geworden. Dann auch in den Schaffhauser Nachrichten etwa mal einen Artikel. Jetzt beim Fernsehen. Also es läuft überall ein bisschen etwas. Oder? Und aus jedem Ecke oder mit jeder Aktion, die man macht, kommt man auch Interessenten über. Ihr habt auch einen Platz, den ihr braucht. Wie sind dann zu diesem Platz gekommen? Ist das schwierig gewesen, um da irgendetwas zu finden, wo man da seine Fußballschuhe ins Gras drücken kann und den Rasen kaputt machen? Ja, also wir haben jetzt den Platz im Schluch. Da ist nach mir ins Haus, Richtung Bargen auf der Landstraße. Viele ältere Zuschauer kennen den sicher noch. Da ist immer, dort hat es einen Gasthof neben dem Sportplatz. Und der ist immer
noch offen gewesen, früher noch, wo die Schaffhausen schon alle Läden dicht waren. Von dem her ist da für viele noch der Gasthof Löwen ein Name. Haben wir auch per Zufall bekommen. Also, es ist viel. Wir hatten sehr, sehr viel Glück gehabt. Es sind sehr, sehr viele Zufälle passiert. Und wir werden da weiterhin dort trainieren. Weil, wie soll ich sagen, dort stehen wir halt keinem anderen Fußballclub auf die Fußballschuhe. Und ja. Aber spielen neu, Match haben wir jetzt in der Grube. Da haben wir also können quasi heim auf Schaffhausen kommen. Ja, also die Stadt und vor allem die Stadtgärtnerei war sehr skeptisch gewesen. Vor allem eben Rugby, Rauch, wie sieht der Platz nachher aus? Jetzt, dann haben sie eingewilligt, ja gut, jetzt könnt ihr mal ein Testspiel machen. Dann haben wir sogar ein kleines Turnier gemacht. Die einen mögen sich noch erinnern, da ist Basel und St. Gallen als Gast gekommen. Und der Platz hat auch nicht mehr gelitten wie nach einem Fußballspiel. Von dem her haben wir jetzt ein Okay und können hoffentlich noch lange dort unsere Heimspiele austragen. Heimspiel, eben, ihr spielt jetzt in einer Liga. Ist es auch schwierig, um da in dieser Liga Fuß zu fassen? Kommt man da einfach dazu oder muss man da wirklich ganz, ganz strikt Reglemente einhalten? Nein, das ist genau das Schöne am Rugby. Es ist sehr familiär. Also man kann einem Club anrufen und fragen, ob man Hilfe kann, haben. Und die kommen also alle, egal ob aus Lausanne, Genf, Bern, Solothurn oder unsere Nachbarn Winterthur, also die unterstützen einem alle. Und genauso wie der Verband, oder? Also der Verband kommt nicht und sagt, da und da sind die Regeln und da müssen wir befolgen. Sondern sie kommen wirklich und sagen, schaut, fangen mal an, schaut, wie es läuft. Wenn ihr Unterstützung braucht, kommen wir das über. Und das ist wirklich sehr schön. Du hast vorher den Nick Reck angesprochen, der ein Coach ist, ein Glücksfall für euch. Absolut. Was kann ich euch denn mit auf den Weg geben? Und gibt es auch Spieler, die teilweise noch mit den Regeln lernen? Weil ich habe gelesen, das Regelwerk ist doch ziemlich kompliziert. Wenn man im Fernsehen zuschaut, kommt man auch nicht mehr gerade raus. Wie sieht das bei ihm aus? Wie macht er das mit euch? Also, zum einen bringt er eine schöne, ruhige englische Mentalität mit. Was man bei uns Schaffhausen hat immer merkt, ist, wir brauchen immer ein bisschen, gerade bei den Spielen merkt man das perfekt. Wir brauchen immer unsere paar Minuten, bis wir reinkommen, bis wir aus dem gemütlichen Gang ins Geschehen kommen. Und er als Engländer ist natürlich von Anfang an Vollgas dabei, wie eine Kanonenkugel. Und von dem her, das ist eine geniale Ergänzung für uns. Oder? Und zusätzlich natürlich spielt er seit über 30 Jahren Rugby. Er ist also mit 5 ist er das erste Mal auf dem Feld gestanden. Mhm. Für uns ein absoluter Glücksfall, weil wer will es uns zum Spiel bringen, oder? Er ist also ein richtiger Insider. Absolut, ja. Und die kommen, sind das auch Insider, Rugby-Insider oder sind das auch total Exoten, die da von irgendwelchen Sportarten herkommen? Also wir haben vielleicht 4 Leute, die wirklich mal Rugby gespielt haben vorher. Die meisten haben es in den 1,5 Jahren oder weniger gelernt. Und was wir aber viel haben, oder immer mehr, sind Leute aus dem internationalen Umfeld. Wir haben ein paar Engländer, Franzosen, Australier. Die kennen das natürlich, aber viele davon haben es auch noch nicht gespielt. Und von dem her ist jeder, der neu kommt, kommt eigentlich nicht in ein fertiges Team, sondern kann mit anderen Neuen eigentlich wieder reinsteigen und das Ganze erlernen. Und Nick Reck macht das wirklich super. Also ich kann sowohl mit den Jungen umgehen, wie auch mit den Alten kann noch etwas zeigen. Oder? Ziemlich Multikulti-Truppe höre ich da so raus. Wie wird denn kommuniziert? Wie geht man da miteinander um auf dem Platz? Hauptsächlich Englisch. Also hauptsächlich wird Englisch geredet. Weil die meisten verstehen es. Aber man schaut auch immer, dass man natürlich das Deutsche beibehalten und teilweise sogar auch noch das Französische hier bringt. Wir haben doch auch noch einen Franzosen dabei. Und so ist es immer ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, es ist wie eine gratis Sprachschule noch jeden Dienstag und Donnerstagabend. Jetzt komme ich auf die Härte zu sprechen, David. Jawohl. Ist es wirklich so hart, Rugby? Wie sieht es aus mit der Fairness? Was machen Sie da in dem Spiel? Was läuft da ganz genau ab? Also, ich sage mal, am Anfang ist es sicher recht hart, wenn man die ersten paar Trainings kommt. Aber man gewöhnt sich da. Also es ist, wie soll ich sagen, ja,
Es passiert keine grossen Unfälle. Es passiert gleich viel wie im Fußball. Es passiert immer dann erst etwas, wenn man unkonzentriert spielt oder trainiert, dann kommen die Verletzungen. Aber im Allgemeinen passiert nichts gross. Vielleicht ein bisschen grössere Bläuele wie ein ausstandener Sport. Man wacht am Morgen auf und weiss zuerst nicht, wie man sich bewegen soll, aber sonst passiert eigentlich nichts. Aber es ist fair untereinander. Es gibt also keine Gehässigkeiten oder irgendwelche sonstigen Sachen. Der Unterschied jetzt wieder zu anderen Sporten ist, wenn man zum Beispiel ein Spiel hat gegen eine andere Mannschaft, dann treibt man es auf dem Feld aus, gibt sich auf den Sack, aber nach dem Spiel ist wieder alles bene. Also man gibt sich die Hand, man geht zu einem Bier trinken und es gibt keine Rivalenkämpfe oder irgendwie so etwas. Oder wie soll man sagen, dass ein auf den anderen auch irgendwie wegen etwas sauer ist oder so, das gibt es nicht. Das ist, das gehört dazu, das muss so sein. Das ist eine Tradition. Wunderbar, wenn ihr so fair abläuft bei euch, da höre ich gern. Wie ist das bei euch im Verein? Jetzt habt ihr da etwas gegründet. Was habt ihr für Ambitionen? Was wollt ihr denn da noch alles erreichen? Du hast mal von Junioren gesprochen vorher. Ja, richtig. Also, Ideen haben wir viel. Es ist jetzt, das spricht schon etwas sehr Gutes an. Wir sind jetzt in kurzer Zeit extrem schnell gewachsen. Jetzt kommen, wie soll ich sagen, die Fragen, die jeder Club wahrscheinlich hat. Wo wollen wir ran? Wenn wir sind jetzt zum Beispiel eingestiegen in der ersten Liga Ost. Es gibt noch eine erste Liga West. Da gibt es eine ACC, B und A, oder? Wo wollen wir ran, wenn wir wirklich einen Leistungssport aufbauen? Also das heisst, wenn wir etwas erreichen, wenn wir höher kommen in den nächsten Jahren. Oder wenn wir es dabei behalten, dass wir jetzt einfach einen Club haben, wo man Spass hat miteinander und am Abend easy gehen, ein Bierchen trinken. Was wollen wir jetzt, oder? Und man sieht schon im Team, die einen wollen etwas erreichen und die anderen wollen einfach Gemeinschaft geniessen und sie easy haben, oder? Und ja, also ich denke, da müssen wir jetzt rausfiltern, was wollen wir wirklich. Ich persönlich würde auch gerne beides beibehalten, aber schlussendlich wird es wahrscheinlich auf die Außen laufen, dass wir ein Team haben, das in den höheren Ligen ankommen wird und das andere, das einfach wo in der ersten Liga bleibt und im Prinzip auf einen Ausgleichssport macht. Als nächstes Junioren wollen wir aufbauen. Braucht es aber, wie soll ich sagen, noch ein bisschen Manpower für unsere Seite. Also braucht sicher noch mal einen Trainer, einfach nur allgemeine Unterstützung. Und zusätzlich kommt dann noch ein Frauenteam. Wir haben sehr, sehr viele Damen, die gerne spielen würden. Zum Beispiel in Zürich gibt es schon das nächste Frauenteam. Und auch unsere Frauennationalmannschaft ist sehr, sehr hoch in der internationalen Tabelle. Und von dem her ist es eigentlich, ja, wird es eigentlich recht attraktiv, in Schaffhausen so etwas noch zu machen. Oder? Wann kann man uns das nächste Mal sehen, David? Am 2. Juni haben wir uns das nächste Heimspiel im Gruben gegen Zug. Und startet am 3. Gibt Bier und Würst. Wie immer, mal schauen, vielleicht auch Hamburger. Und ja, Unterstützung wird natürlich immer willkommen. David, ich wünsche dir, dass ihr euren Verein weiter könnt festigen könnt, aufbauen könnt, die Ziele, die du vorher angesprochen hast, erreichen. Vielen Dank, dass du zu uns ins Studio gekommen bist. Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich vielmals, dass Sie zugeschaltet haben. Ich hoffe, dass wir Sie wiedersehen in einer Woche, wenn sie da heisst, Seitenlinie. Schönen Abend miteinander.